So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge Alan Wake. So, was müssen wir heute machen? Als erstes mal den Strom abschalten. Okay. Und das. So, den Strom abschalten. Okay, das müssen wir oben machen. So, dann gucken wir uns das mal an, Freunde. Was haben wir da Schönes? Eine Leuchtpistole und Leuchtmunition dazu. Sehr schön. Ah, super Sache, jetzt ist der Strom weg. Jetzt ist er weg, Strom. Okay, wie sieht es munitionstechnisch aus? Eigentlich eh nicht so schlecht. Hinten haben wir auch genug. Okay, jetzt können wir diese beschissene Möbelstrom da. Und werden gleich euch wieder. Ja, genau, rechnen wir aus. Ich laufe jetzt einfach mal da komplett hoch, Freunde, weil. Mann! Lasst mich einfach in Frieden, Freund. Boah, fuck it. Das ist ein Riesenmonster. Boah, Geist. Ich bin gleich hinüber. Ich bin hinüber. Das war jetzt zu viel des Guten. Scheiße, verdammt. Ja, man kann es so machen oder auch anders, oder? Okay, Strom ist aus. Dann. Wir müssen uns da ein bisschen besser. Wir müssen uns da ein bisschen besser vorarbeiten. Das Problem sind nur diese beschissenen Teile. Oh, wird das hell, verdammt. Das wird richtig scheiße hell. Okay, da kommen sie schon. Da kommen sie schon, ne? Okay, das war mal. Ja genau, er muss auch nachladen. Böses, böses Vieh. Waffe. Ach du. Ach du heilige Scheiße. Ich hab da komplett die falsche Waffe drinnen. Jetzt aber. Und erster ist. Und nein, nein. Das lässt du. Das lässt du sein. Okay, Batterie rein. Verdammte Scheiße, okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert, Freunde. Tut mir echt leid, aber. Es läuft gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. Okay, warte mal, nochmal. Das machen wir jetzt und. Machen wir das und dann laden wir mal kurz nach. Würde ich sagen, wir rüsten mal das Kind raus. Okay. Ja, geile Scheiße, der ist tot, der ist hinüber. Da hat endlich, ja komm, wir sind leider da. Da. Okay. Das war. Okay, jetzt müssen wir kurz mal nachladen. Alles nachladen, was wir haben, weil. Ich suchte, das war nicht alles. Diese fliegenden Scheißteile. Das kann doch nicht sein. Ja genau, jetzt kommt das nächste Teil. Okay, ich habe nur noch 4 Batterien. Ach du heilige Scheiße. Okay, das scheint gewesen zu sein. Okay, dann würde ich sagen, raus da aus der Scheiße. Komm, lauf. Und tippst du drüber. Komm, bestimmt machst du gut. Okay, Scheiße. Okay, ich bin safe. Safe. Hatch. Okay, dann, ne? So, was müssen wir machen? Zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen. Na, dann würde ich sagen, versuchen. Ja, scheiße. Genau. Oh, scheiße, Mann. Und schnell weg. Das war jetzt, das war gut, Alter. Das war richtig gut. So, jetzt die zwei noch. Braucht euch gar nicht verstecken, meine Freunde. Ich kriege euch trotzdem. Junge.
Soldatentag. Okay, wir haben dann nur zwei Schussplätze, oder was? Ich will richtig beschießen. Okay, warte, was haben wir da? Liegt Munition, ne? Munition und Batterie. Munition und Batterie ist immer gut, ne? Drin habe ich auch was gesehen. Geil. Eine Leuchtfackel. Kurz mal den Mischpult da, was richten. Was haben wir da? Revolvermunition. Okay. Alles klar. Komm, schieß auf das beschissene Fass da! Ja, leck mich am Arsch! Kannst du mich mal in Frieden lassen, Kumpel? Lass mich in Frieden! Lässt du mich in Frieden? Nein! Das macht man nicht! What the fuck? Die Typen sind da richtig hartnäckig, verdammt! Können wir nicht... Was? Trust no one in the dark. Okay, sehr schön. Können die Irrsche mich nicht einfach in Frieden lassen? Ich würde sagen, ich muss da hoch. Lecky, das hast du gut erkannt. Du bist der richtige schlauer Fuchs. Okay, dann. Eine Thermoskanne. Ich bin mal gespannt, ob wir in dem Spiel alle Thermoskannen oder Thermosflaschen finden konnten. Okay, follow. Nö. Geht auch lang. Okay, ein Manuskript. Welches haben wir? Okay, uns fehlen da noch 1, 2, 3, 4, 5 Manuskripte. Okay, ich bin richtig scheiße in dem Spiel, Freunde. Es tut mir echt leid. Wake wird vom Dunkel berührt. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs. Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Okay, es berührte ihn nur. An welcher Stelle hat sie mal berührt? Das will ich jetzt gar nicht mehr wissen, Freunde. Okay, ein Auto wäre eine Spitzensache. Da draußen liegen Blendgranaten. Da drinnen ist auch irgendwas passiert. Richtig, ich glaube, das kann sein. Leck mich Arschloch. Was sage ich dir? So, wir haben Patronen gefunden und Munitioner und. Was ist da? Ein grüner Knopf. Ah, alles klar. Okay, ich würde sagen, wir laufen da einfach schneller raus. Okay, die Viecher sind jetzt schon weg. Die Geister, Jungs, Bros sind weg. Schön. Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Hey, lass mich ins Auto. Lass mich nicht. Die schwarze Flecken, also die bin ich mir noch nicht sicher, was sie zu bereiten haben. Also das habe ich immer nicht verriesenlich. Also ich würde behaupten, ihr habt das lange schon lange rausgefunden, aber ich leider Gottes noch nicht, also. Okay, sehr schön. Da ist schon wieder uns ein beschissener. Stopp. Komm, stopp. Hey, jetzt lädt. Kinder! Jetzt lädt danach. Er ist so bescheuert. Guck mal, da kommt doch was. Da kommt doch was. Okay, Blendgranate. Komm, wurf, bitte wurf. Danke. Sehr schön, das hast du gut gemacht, Freund. Okay, der ist schon genug. Okay, sehr schön. Diese Blendgranaten, die hauen echt rein, also. Von den Teilen bräuchte ich ein paar mehr, aber. Man kann nicht alles im Leben haben, Freunde. Du hast keine Munition, bist behindert. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Oder fast keine mehr in der Pumpe. Okay, ein Manuskript.
Manuskript hatte, ne, Mann? Wake und Barry in der Zelle. Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Okay, er hat also Beweis gefunden, das freut mich für ihn. So, wir haben eine Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. Das ist ganz normal, Freunde. Also Mülltonnen fallen einfach so um und fallen weg. Das ist gar nicht komisch. Okay, irgendwo ist da schon wieder eine Truhe. Und die Frage ist jetzt nur, wo ist die Truhe? Da ist ein Teil, okay, da drinnen. Oh ja, da drin ist eine Truhe. Sogar zwei Truhen. Wieder so ein Symbol. So, was haben wir da? Blendgranaten, geile Scheiße. Also die kann man mir gerufen. Die Kiste kann ich nicht öffnen. Okay, wir haben... Genau. Jetzt komm! Kommst du wohl? Fuck. Der Schmerz. Meine Fresse, wie oft musst du denn den nachladen? So, jetzt aber. Lad nach den Scheiß. Okay, dann. Wir sind schon wieder ein Stückchen weitergekommen, Freunde. Und das nur mit einmal sterben, also das würde ich mal sagen, ist eine große Leistung, oder Freunde? Dafür gibt's einen Applaus. Dafür gibt's einen fetten Applaus. Okay, Licht. Wo ist die Thermoskanne? Da ist eine Thermoskanne. Okay, die hole ich mal natürlich, weil... Sonst heißt es nur, hey, du hast da eine Thermoskanne vergessen, du musst die mitnehmen und... Ja, das möchte ich natürlich nicht. Ich werde schon versuchen, alles im Spiel mitzunehmen und zu looten, wenn es geht. Aber wenn ich es sehe, Freunde. Thermoskanne nimmst du? Nimmst du Thermoskanne? Machst du gut, okay. Fuck it. Okay, jetzt. War geil, wir haben da schon wieder einen geilen Loot. Die Munition haben wir mal wieder genug. Batterien. Was ist das für Munition? Was ist für eine Pumpe? Schrottflinte. Schrottflinte Munition. Geile Sache. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Ist das eine bessere Schrottflinte? Ich würde behaupten, dass die ein bisschen besser ist. Das Licht geht schon wieder aus. Bleibst du an, bitte, danke. Bleibst du an, danke. So, da gehen wir jetzt nicht hin. Nee. Habe ich kein gutes Gefühl bei. So, jetzt. Jetzt kommt wieder diese bescheidene Nebel oder diese Dusche. Ja, leck mich am Arsch. Okay, aber die Scheinwerfer dürften mich irgendwie... Boah, verbrennt der extrem. Boah, scheiße. Der Mist blendet mich ja extrem. Verdammt, denn. Okay, das war jetzt einfach als gedacht, Freunde. Was war da jetzt los? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Irgendwas hat da gerade gebimmelt bei mir. Ich weiß nicht, was das jetzt war. So dann. Zum Mirbix-Aussichtspunkt gelangen.
Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Ein kaltes Gefühl machte sich hinter... Was? Okay, na klar. Okay, wir, da haben wir ein bisschen mehr Schussplatz, würde ich sagen. Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Ja, verdammte Scheiße, ja. Wow. Der hält mal ein bisschen was aus, würde ich behaupten. Ja, das war's schon wieder. Jetzt kann man immer so kleine Wellen, aber die sind nicht unbedingt richtig stark. Also, wir müssen da schon bessere Geschütze erfahren, wenn sie da gegen uns vorgehen wollen. Okay, was haben wir da für ein grünes Licht? Geil. Geile Sache. So, wo geht's weiter? Okay, das. Das sieht irgendwie aus wie ein Hinterhalt. Ich hab eigentlich. Ja. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Nee. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Hey, fuck it, was soll das Scheiß? Autos zu pflegen, Fässer, die einfach so rumrollen. Soll das hier ein Horrorspiel sein oder was? Ja, genau, das ist ja ein Horrorspiel, Freunde. Okay, die da ist die Geisterstadt durchqueren. Okay, ich habe da gerade irgendwas verpeilt, würde ich behaupten. Ich hätte sollen die Geisterstadt durchqueren und nicht da runterfallen, oder? Ja, scheiße, das haben wir jetzt. Sind wir jetzt nicht klug angegangen. Okay, wir kommen da wieder hoch, sehr schön. Wir kommen Gott sei Dank wieder hoch, das heißt. Wir versuchen es noch einmal. Ah, ein Manuskript, das habe ich glatt übersehen. Na, wie toll. So, Wake und Casey. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Okay, jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr, Freunde. So, dann, wie jetzt? Hüpfen, oder? Hüpfst du? Hüpfst du rüber, genau. Okay, wir sind in der Geisterstadt. Grey Peak Gorge. Gorge. Okay, es werden gleich wieder ein paar Spielkameraden vorbeischauen, wie ich das jetzt so beurteilen möchte, würde, könnte, dürfte, meinte. Ihr wisst, was ich meine. Es werden gleich wieder ein paar so Spielkameraden kommen. Naja. Ernsthaft? Oh mein Gott, der Traktor lebt! Ist der Hip, meine Freunde! Nein! Leck mich aus, Schau! Ich werf jetzt einfach mal so. Wo war das andere Ding? Wo war das andere Ding? Wo war's? Wo war's? Das war. Keine Ahnung, ich laufe einfach. Leck mich, Arschloch. Das kommt da nicht rein, oder? Nein, nein. Okay, es kommt nicht rein, Freunde. Puh. Spannend. Das ist ein richtig spannendes Spiel.
Okidoki, dann, ein Zug. Wollen wir wetten, dass der gleich anfängt zu fliegen? Der wird gleich fliegen. Und? Und? Ja, wie jetzt? So fliegt er jetzt. Da weiß er das. Ja, jetzt. Okay, schön. Schöne Sache. Jetzt das nächste Teil. Bam, komm schon. Hey, jetzt geht die Batterie alle. Patch, jetzt auf meinem Weg. So. Errungenschaft freigeschaltet. Dampfraus. Ja, ich bin ein Dampfraus, Freund. Ich bin ein richtiges Dampfraus. Was? Safe Haven. Schön für dich. Komm ich da rein? Natürlich komme ich da rein. Aber bevor ich da reingehe, würde ich sagen, ich untersuche mal kurz die Hütte da vorne. Weil da wird sich nichts befinden, außer ein Schlüssel. Okay, ein Schlüssel. Leute, das, was ich gerade aufgehoben habe, ist der Schlüssel zu meinem Herzen. Ja, ich schließe auf, genau. Okay, ein paar Schaufeln, ein paar Möbel, ein Ofen. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreich, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Okay, die Ideen, sie passen. Sehr schön. Es freut mich viel, wenn die Ideen passen. Geil, wir haben einen Sniper, oder? Das ist ein Sniper. Jagdgewehr, verdammte Scheiße. Das ist erst die Frage. Da habe ich 11 Schuss. Was ist jetzt besser? Das Jagdgewehr oder die Sniper? Ey, das Jagdgewehr oder die Pumpgun? Ich würde jetzt mal. Ich nehme die Sniper. Okay, zum Minuspeak Aussichtspunkt gelangen. Immer noch. Ja, was ist jetzt los? Was ist mit dem Wald da los? Was war das? Okay, keine Ahnung. Nicht nachfragen, einfach laufen. Okay, irgendjemand hämmert da. Hör mal, wer da hämmert. Freunde, kennt ihr die Sendung? Hör mal, wer da hämmert. Hämmert damit wirklich jemand? Nee, das ist. Wieso bescheuert? Das ist meine Leiter. Ja. Hör mal, wer da nicht hämmert. Hör mal, wer da über die Leiter klappert. So. Was war das? Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Ja, was glaubt er, was wir da gerade machen, Freunde? Wir beeilen uns. Vögel. Ja, was soll ich jetzt mit den Vögeln anfangen? Wow. Okay, sehr schön. Ich muss da reinleuchten. Ja, Blackie, das hast du gut gemacht. Das hast du richtig gut gemacht. Das hast du richtig, richtig toll auf die Reihe gekriegt. Okay, neues Glück. Dann, Alter!
Okay, ich sollte vielleicht aufhören, da drüber zu rennen. Einfach nur drüber gehen, kriechen, schleichen, fliegen, hüpfen, irgend sowas, aber nicht laufen. Ja, okay. Was habe ich beim ersten Mal anders gemacht als jetzt? Langsam gehen, genau. Ja, fuck it. Okay, aber das geht doch nicht, wenn ich da langsam rüber gehe. Das kannst du ja komplett vergessen. Boah, das ging zwar nicht. Ich bin rüber gerannt. Ich bin rüber geflogen wie ein... Das war jetzt natürlich unfair, weil... So schnell konnte ich jetzt nicht dagegen fahren. Runter da, hüpf runter. Okay. Eine Mine. Interessante Sache, ja.